Hallo, mein Name ist Stefan von Dassel, ich bin der Bezirksbürgermeister von Berlin-Mitte. Und heute geht es um die Frage, warum sieht der Platz der Republik aus wie eine Wüste und nicht wie eine repräsentative Grünfläche vor dem deutschen Parlament? Eigentlich ist die Antwort ganz einfach, denn der Platz verfügt über eine Bewässerungsanlage, die seit vielen Monaten kaputt ist bzw. nur noch sporadisch funktioniert. Und eigentlich hätte sie längst repariert sein sollen. Doch dann haben wir als Bezirksamt erfahren, dass hier alle Festivitäten zum 3. Oktober gebündelt sind. Dieser Platz voll Ständen und Buden wimmelt und, das hoffen wir nicht, aber vielleicht sogar einige Büsche und Bäume entfernt werden müssen. Und da macht es natürlich keinen Sinn, diese Anlage jetzt zu erneuern. Deswegen machen wir das alles erst nach dem 3. Oktober und hoffen, dass dann zum Frühling dieser Platz wieder in alter Schönheit erstrahlt. Aber ein Problem ist natürlich auch, dass hier viele Radfahrende einfach über die Grünfläche fahren. Das tun sie vor allem, weil der Bundestag den Ebertplatz gesperrt hat. Aber das ist noch eine andere Geschichte, die erzähle ich beim nächsten Mal.